Das ist eigentlich du. Sir Joe. Bin ich? Ah, bist du? Ja. Ich weiss eben selber, bin ich heiss. Manchmal komme ich am Morgen ins Badzimmer und sage, was machen Sie in meinem Badzimmer? Wieso verschrecke ich dem aus? Schauen Sie mal, ob du starke Nerven hast. Zeig mal. Müssen wir noch mehr sagen? Es lange glaube, oder? Ja. Gleich spitz wie er. Du siehst, wir tun uns also unseren Gästen anpassen. Jawohl. Muss ich ja. Jawohl. Wir spielen also um dein Autopneu. Mhm. Eigentlich können wir bei dir ums ganze Auto spielen. Nein, das ist Gold wert. Ist es ein Kunstobjekt eigentlich, oder? Ja, hat doch etwas. Wollen wir mal eine Fahrzeugbesichtigung machen? Machen wir es nachher. Komm, die erste Frage, die hast du eh falsch. Was ist Pogo? Pogo? Mhm. Pogo? Eine Tanzart zu Punkmusik? Yeah. Oder Hauptstadt von Togo? Vorsicht. Vorsicht. Pogo. Also es gibt zwei Sachen. Pogo ist eine Tanzart und noch eine Snowboardmarke. Also das hast jetzt du nicht drauf, aber es ist ich habe nicht drauf, aber ist das die Hauptstadt von Togo? Nein, das ist nicht, ja. Nein. Das ist nicht. Wie heisst der oberste Bierbl? Das stimmt. Yeah, klar, das stimmt. Gut, wie heisst unser oberste Wirbel? Axis oder Atlas? 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 Mhm. Ist ein Snowboardlehrer oder was? Mhm. Darum weisst du es. Mhm. Gut, ich kann auch anders. Du musst mich nicht verrückt machen. Atlas hat gestorben, aber jetzt knallt. Was ist eine Trottellumme? Ein Flechtengewächs im deutschen Harzgebirge oder ein Schwimmvogel in der Nordsee? Kannst du gerade den Schachteln auslesen? Haben wir den Deutschen hier? Haben wir denn keine Deutschen hier? Oh, ich würde sagen B. Nehmen wir B. Könntest du aber auch an, wenn du willst. Willst du noch umkehren? Nein, wir lassen es. Es ist kein Flechtengewächs im deutschen Harzgebirge. Es ist ein Schwimmvogel in der Nordsee. Da hat er noch recht. Komm, mach mal eine Fahrzeugbesichtigung zwischendurch. Willst du vorne auf oder willst du hinten auf? Es ist schön. Bist du jung gesehen? Ich kann mal den Beifahrer sitzen klären. Ich wohne mit ihm zusammen dort. Und er ist der Beifahrer und er knallt auch immer alles am Boden. Das ist interessant. Ich kann mal ein bisschen weiter reingehen mit der Kamera. Wir haben dort machst du mal einen auf und kannst ein bisschen demonstrieren, was alles drin hat? Warte, ich komme auf die andere Seite rüber. Ah, du hast auch einen Schlüssel? Ja, sicher. Das ist ja interessant. Das könnte sie ja beeignen, oder? Ja, das ist so. Luxuskarosse. Nein, das Auto, das gefällt mir. Das ist wirklich schön. Bodenfarbe. Wir orientieren Sie hiermit über eine bevorstehende Änderung unseres Lieferprogramms. Schuhe hätten wir sonst auch noch da, gell? Da findest du also alles ein klein. Herr Sergio Menzi, bist du nur im B-Team? Ja. Wieso, in welchem B-Team? Gibt es noch ein A-Team? Ja, ich bin im Rides B-Team. Right, well, that's right. Du, hat es da mal geregnet in dem Auto? Ja, das ist jetzt kommen wir da zu den fossilisierten Exkrementen. Du, das ist ja wie im Landesmuseum. Hey. Nein, das glaubst du nicht. Das ist fett. Hey. Und was hast du denn da hinten rein? Nein, das glaube ich nicht. Leck doch mir. Du, sag mal, lebt da noch jemand da rein? Wir haben Kaltenheim, da wohnen wir im Auto und dann bleiben wir da. Ja, das ist aber krass, ey. Das ist ja ein Wohnmobil, das du da hast. Sag mal. Aber weißt du, was mich nimmt zu wundern, hat es auch noch Tiere da drin? Ja, aber du bist ja ganz ein schwerer Fall. Schweinhund! Also Schweinhund. Schweinhund ist jetzt eigentlich noch ein bisschen Beschönigung gewesen. Leck mir. Ja, du. Scheibe! Kann ich dazu tun, oder? Ja, vielleicht musst du ja einsteigen. Ah, ja, welches Organ hat den schnellsten Zugang zu unserer Gefühlswelt? Nase oder das Ohr? Der schnellste. Der schnellste I love you, honey. Also, zum Beispiel Gefühlswelt. Ah. Nase oder das Ohr? Ja, Nase oder das Ohr. Nase. Gefühlswelt. Nase. Sonnengeflecht. Nase. Ja. Gefühlswelt. Ja, Nase! Ich will mal über so einen Mocken fahren. Es ist richtig! Yeah! Okay, das weiß leider. In welcher Einheit wird Lärm gemessen? In Dezibel oder in Ohm? Moment.
Lärm gemessen, das ist wichtig. Lärm gemessen. Phon oder Dezibel? Dezibel oder Phon? In welcher Einheit Dezibel. Wird Lärm gemessen? Sicher. Das sind DJs da. Dezibel. Wer sind DJs? Da, all die da. Sind wo sind sie DJ? Das ist interessant. Ja, ja. Mann, du machst mich wahnsinnig! Dezibel, in dieser Drecksgurke rein, wo willst du die 300 Stutz verstauen? Mann! Okay, okay, wollen wir verdoppeln? Doppeln oder nicht? Muss ich einfach so. Das geht so. Wir haben nur noch zwei Schachteln. Zwei Schachteln. Hey, ich bin der Spieler. Und wir haben nur noch eine Frage. Meinst du nicht? 600 Stunden. 600 Stunden? Du! Du bist die. Darf ich mal schnell etwas fragen? Wie heisst die Frau, mit der du zusammenlebst? Ist der Köbi? Köbi, das wäre also, das wäre so fühlt ja, sich das an. Er muss ein Röckli anlegen. Er muss wirklich ein Röckli anlegen. Okay. Hey, schau das an, Köbi. 300 versuchen wir, 300 nehmen wir daheim. Moment, alles oder nicht? Das ist klar. Eben. Also, entweder gönnst du alles. Ich mache mit. Ich bin nervös. Ja. Gut, es ist für mich schwierig, wenn du die ganzen DJs dabei hast und alle. Ja. So, so, wir haben noch zwei Schachteln. Aber. Und eine Frage. Eine von denen, es könnte beide leer sein. Das ist bei den Leuten, oh, bei den Leuten, die mir sympathisch sind und saubere Autos haben, sage ich, kannst du auslesen zwischen 1 und 5. Bei dir mache ich es anders. Gut, wie heisst der Papa von Löwenprinz Simba, Scar oder Mufasa? Frage ich nicht. Ja, frage ich nicht. Ist einfach. Hätte ich gewusst. Was ist der Kurfürstendamm? Frage ich auch nicht. Eine Straße in Berlin oder ein Deich in Hamburg? Ja. Frage ich nicht. Nein, hätte ich gewusst. Was versteht man unter der Blume des Weines? Der Duft oder die Farbe, das frage ich bei dir schon gar nicht. Ja, weil das unterscheidet sich nicht gross vom Bier. Hätte ich gewusst. Was ist ein Antipode? Ein Mensch, der grundsätzlich immer anderer Meinung ist und immer widerspricht? Oder ein Mensch, der genau auf der anderen Seite der Erde lebt? Frage ich auch, wie das weisst auch. Mhm. Ich frage dich, wie hat Mickey Mouse ursprünglich geheißen? Mickey Mouse? Ja, A oder B? Mortimer? Mortimer oder Mike? Ich habe mal etwas gehört, Mortimer. Hä? Ja, A. Ich hätte noch Mortimer oder Tom. Ich dachte, Tom sagt es einfach. Habe ich falsch. Kannst du Schachteln auslesen? Nein! Du Schachteln auslesen? Es klebt noch. Du Schachteln auslesen. Welche willst du, die obere oder die unter? Dir da. Okay. Schau jetzt. Das ist die schlechte Mitteilung für dich. Aber die gute ist, du Wurst hast noch recht gehabt. Yeah!